Das Thema, was wir heute betrachten wollen, ist ein komplexes Thema. Es gibt viele Menschen, die beobachten, mit unserer Gesellschaft, mit unserer Wirtschaft, da läuft es nicht rund, und das ist spätestens allen bewusst geworden, seit wir schon 2 Jahre uns in der Pandemie befinden. Es ja große Schwierigkeiten gibt im Mittelstand bei kleinen Unternehmen, weil aufgrund von Lockdowns viele Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind, manche nur durch Kredite am Leben gehalten werden können. Jetzt noch der Krieg in der Ukraine, und viele stellen sich die Frage, wo führt das hin? Die Explosion in den letzten 2 Wochen der Benzinpreise und Dieselpreise hat ja auch schon zu Reaktionen geführt, dass Lkw-Fahrer gesagt haben, wir können nicht mehr weiterfahren, und damit steigt natürlich auch die Sorge, kommen irgendwann die Lebensmittel, von denen wir abhängig sind, noch zu den Supermärkten, wenn diese wichtigen Menschen unseres Wirtschaftssystems nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen. Und deswegen ist bei vielen Leuten heute die Frage, wie lange kann das noch gut gehen, unser Wirtschaftssystem? Und ich möchte heute mit euch ein paar Details anschauen. Es geht in der folgenden Struktur so, dass ich euch einfach mal einen kurzen Rahmen gebe, was sagt die Bibel zur Weltgeschichte, wie ist das strukturiert. Dann werde ich über ein paar aktuelle Themen eingehen und auch Bestrebungen auf politisch-religiöser Ebene. Und dann werde ich konkret so die 4, 5 markanten Bibelabschnitte betrachten, die sich mit dem Ende der Zeit beschäftigen und auch mit Wirtschaftsfragen. Und dann haben wir am Ende noch den Ausblick ein bisschen, was wird sich daraus ableiten lassen für uns, wie können wir damit umgehen. Wir werden zwischendrin auch einige Aussagen aus dem Geist der Weissagung lesen, die das dann auch noch vertiefen können. Und wenn es Fragen gibt dazu, können wir das am Ende des Vortrages gerne machen. Ich bleibe dann auch noch gerne hier. Das müssen wir dann nicht im Livestream vielleicht machen, aber wenn es einzelne Fragen gäbe, ist die Möglichkeit dann auch noch dazu da. Wahrscheinlich habe ich ihn falsch rumgehalten. Gut, jetzt klappt's. Ich fange an mit etwas, was einigen von euch vielleicht auch schon vertraut ist. Biblische Prophetie ist so das Markanteste, was wir in der Schrift haben, das Kapitel 2 im Buch Daniel. Es ist ein historisches Ereignis. König Nebukadnezar erlebte so in der Zeit Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus bis ins 6. Jahrhundert vor Christus hinein. Und er hatte in seiner Blütezeit einen Traum. Und dieser Traum hat ihn so sehr beunruhigt, dass er seine ganzen Untergebenen, seine ganzen leitenden Angestellten zu sich bat und sie aufforderte, sie mögen ihm noch erzählen, was er geträumt hätte und was der Traum bedeutet. Das kann kein Mensch. Und er tat das unter Todesandrohung. Und vor dem Hintergrund kamen dann Kriegsgefangene, die zum Volk Gottes gehörten. Und sie wussten, wir werden sterben, wir können nur Gott um Hilfe bitten. Und sie baten Gott, dass er ihnen Weisheit gibt, was für Informationen der König bräuchte. Und Gott zeigte einem gewissen Daniel und seinen Freunden dann die Information, was König Nebukadnezar geträumt hatte und was der Traum bedeuten sollte. Und das sehen wir so ein bisschen hier an der linken Seite, das bekannte Standbild aus Daniel 2. Und dieses Standbild wurde interpretiert, wird auch in der Bibel interpretiert. Und dort wird gesagt, das Haupt ist aus Gold, die Brust aus Silber, die Lenden aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße und die Zehen aus Ton und Eisen als Mischung. Und das wurde interpretiert und es wurde gesagt, dass König Nebukadnezar, mit dem es anfing, dass er das goldene Haupt Babylon sei, und dann wurden die Weltreiche vorgestellt, die folgen würden. Das wird dann auch im Propheten Daniel in den späteren Kapiteln wörtlich werden, Medo-Persien und Griechenland noch genannt. Dann käme das heidnische Rom als Weltmacht, und nachdem das Römische Reich so im 5. Jahrhundert nach Christus dann sozusagen zerfiel, trat in dieses Vakuum hinein das päpstliche Rom, was mitgewachsen war, und es kam zu einer Verbindung zwischen Staat und Kirche. Man versuchte dort unter päpstlicher Führung römisch-katholischer Kirche dann die Zeitgeschichte zu bestimmen. Das ging auch viele hundert Jahre lang, und dann wurde gesagt, kommen die Zehen aus Eisen und Ton, und da wird uns angedeutet, dass sich diese Verbindung von Kirche und Staat dann am Ende noch einmal wiederholen wird. Und das Standbild in dem Traum wurde von einem Stein getroffen, der das ganze Standbild zerstörte. Und das war und soll die Wiederkunft Christi sein, der in diese Zeit hineinspricht. Und wir sehen, wenn wir der Chronologie folgen, dass wir uns
in der letzten Epoche befinden von dieser Prophezeiung, die weit über 2000 Jahre alt ist. Der Begriff Endzeit ist so ein Modewort geworden in unserer Zeit. Und wenn man sich die Definition mal anschaut, kommt der Begriff aus dem Propheten Daniel. Dort wird er anders gebraucht, da heißt es die Zeit des Endes. Und heute verkürzen wir diesen Begriff. Im Neuen Testament wird nicht so sehr von der Endzeit gesprochen, sondern mehr von den letzten Tagen oder dem letzten Tag der letzten Zeit oder dem Ende. Das ist so die Begrifflichkeit, die die Bibel verwendet im Alten und Neuen Testament, wenn es um die sogenannte Eschatologie geht. Das ist der theologische Fachbegriff, weil das Wort Eschaton im Griechischen letzte heißt. Und daher ist das die Lehre über die Dinge, die am Ende passieren oder die letzten Dinge. Jesus selber sagt, er ist der Erste, er wird uns im Kolosserbrief als Schöpfer vorgestellt und somit der Erdbegründer, sowie als der Letzte, als der Richter und Erdbeendende. Also er ist der Anfang und das Ende, er ist die Hoffnung dieser Welt und er bestimmt, wie lange es geht und wann Schluss ist. Schluss im Sinne von Schluss mit der alten Erde, Beginn mit der neuen Erde. Das ist die gute Nachricht der Heiligen Schrift. Hier ist so eine kleine Skizze, um das so ein bisschen zu illustrieren. Ich habe versucht, das mal ein bisschen von alter Erde links zur neuen Erde nach rechts zu skizzieren. Wir haben die Endzeit und ich muss heute ein paar Sachen voraussetzen. Ich kann das jetzt nicht ins Letzte alles aus der Bibel heute zeigen. Dann würde unsere Zeit wahrscheinlich bis 3 Uhr nachts gehen. Aber das ist alles kein Problem. Das kann der Daniel Halbutzki dann mit euch nachholen, wenn es da Fragen zu geht. Die Endzeit von der Definition im Buch Daniel beginnt im Jahr 1798. Das ist nämlich das Ende der päpstlichen Vorherrschaft, wo im Rahmen der Französischen Revolution das Papsttum sozusagen ein vorläufiges Ende findet, bevor es später dann nochmal zu einer Renaissance kommen wird. Und diese Endzeit, die geht bis zur Wiederkunft. Die Wiederkunft ist der letzte Tag. Die Luther-Übersetzung spricht ja auch manchmal vom jüngsten Tag. Dort steht das Wort Eschaton, es ist der letzte Tag auf dieser alten Erde, wo Menschen hier leben. Und das ist sozusagen der Rahmen, der hier so in Blau skizziert ist. Wir haben dann, was ich so ein bisschen versucht habe, rot darzustellen, dann ein Gericht im Himmel. Das heißt, im Himmel gibt es Untersuchungen, welcher Mensch wird gerettet, welcher Mensch wird nicht gerettet, weil jeder Mensch hat die Freiheit, eine Entscheidung zu treffen. Und hier muss natürlich, wenn Christus wiederkommt und er holt die, die gerettet werden, dann muss klar sein, wer gerettet wird. Und das wird im Himmel entschieden, während auf der Erde die Gemeinde, die siebte Gemeinde in der Offenbarung, die Gemeinde Laodicea, wörtlich Volk des Gerichts, dann in dieser Phase auch auf dieser Erde die Repräsentanten Gottes für seine Gemeinde sind. Und das Ganze endet am Ende mit den Plagen. Und wenn das Gericht zu Ende ist, kurz vor der Wiederkunft, das sind so die kurzen Rahmendaten. Hier unten ist noch die letzte Krise. Es gibt natürlich eine letzte Krise auf dieser Erde, die sich zuspitzt bis zur Wiederkunft. Und hier kommt es dann noch einmal zur Verbindung von Kirche und Staat, ähnlich wie es im Mittelalter gewesen ist. So die Kombination aus Ton und Eisen im Standbild. Und dann enden auch diese letzten Tage. Dass wir einfach dieses Bild so vor uns haben, was passiert laut biblischer Prophetie mit dieser Erde. Die Erde hat ein Ablaufdatum, welches wir nicht kennen, welches uns auch nicht offenbart ist. Das ist ganz wichtig auch zu wissen. Wenn wir, und das ist so ein bisschen eine Crashkursform, die ich jetzt exerziere, wir haben in den Büchern Daniel und Offenbarung haben wir Weltreiche in unterschiedlichen Formen skizziert. Mit unterschiedlichen Symbolen, mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ich habe sie hier mal chronologisch aufgelistet. Wir haben wieder Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Dann so das Papsttum in der mittelalterlichen Zeit. Beendet wird es durch die Französische Revolution. Dann kommt als neue Weltmacht die USA auf die Weltbühne. Zunächst unscheinbar, heute nicht mehr unscheinbar. Heute ist es ganz deutlich das Imperium dieser Erde. Und dann lesen wir in Offenbarung Kapitel 17, dass es eine Regierung geben wird, die für uns noch zukünftig wird. Ich nenne sie jetzt mal neue Weltordnungsregierung, die bestimmte Eigenschaften aufweist. Das Thema neuer Weltordnung hat in den letzten Jahrzehnten so viele Verschwörungskreise durchzogen. Also es sind klassisch bekannt
Ich gehe gleich darauf nochmal ein. Diese Mächte, die hier rot gekennzeichnet sind, die roten, das sind die drei Mächte, die am Ende existieren, wenn der Stein das Standbild zerstören wird. Das muss uns bewusst sein, das wird aus Offenbarung Kapitel 13, Offenbarung 17 deutlich. Und mit der neuen Weltordnung sieht es so aus, dass es ein Zitat gab, was sehr bekannt ist. David Rockefeller sagt es einmal: Alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Jetzt werden natürlich aufgrund der Pandemie und dieser ganzen Umwälzung, die letzten Jahre jetzt stattfinden, die Leute neugierig, was hat es damit auf sich? Aber es ist nicht nur dieser David Rockefeller, der das vor vielen Jahren gesagt hat, sondern er ist heute in guter Gesellschaft. Papst Franziskus spricht davon, Joe Biden spricht davon, 2017 sprach auch Wladimir Putin davon, der gute Herr Schwab vom Weltwirtschaftsforum spricht davon, er nennt es den Great Reset. Alle reden von der neuen Weltordnung, die zwingend notwendig ist, damit die Welt all die Probleme, die wir zurzeit haben, global lösen kann, weil wir international vernetzt sind und wir alleine, eine einzelne Nation, das nicht bewerkstelligen kann. Und es wurde auch berichtet, hier unten habe ich die Quelle angegeben, wo Papst Franziskus im Jahr 2021 gesagt hat, wir können Ungerechtigkeiten heilen, indem wir eine neue Weltordnung aufbauen, die auf Solidarität basiert, innovative Methoden zur Beseitigung von Mobbing, Armut und Korruption untersucht, fügt er hinzu, alle arbeiten zusammen, jeder für sich, ohne das Geld zu delegieren und weiterzugeben. Also alle großen Player, die zurzeit etwas zu sagen haben auf dieser Erde, reden von einer neuen Weltordnung. Und die Bibel berichtet davon, dass es zu einer neuen Weltordnung kommen wird. Zwar nur für kurze Zeit, aber es wird kommen. Die Frage ist, und Papst Franziskus nennt es das, die Solidarität oder das Gemeinwohl, das ist so der gängige Begriff, der im Moment immer wieder transportiert wird, das ist so die Frage, was dient der Mehrheit? Und das wird durch die Medien ganz klar auch getrieben, wer nicht mit der Mehrheit geht, muss mit Repressalien rechnen. Es ist heute nicht legitim, kann man fast sagen, Wladimir Putin mit seinem Angriff ethisch, es ist eh fragwürdig, Krieg ist immer abzulehnen, aber Motive zu unterstellen, die vielleicht genau so geartet sind wie die des Westens. Dann wird man gebrandmarkt, das ist nicht in. Und auch die Menschen, die nur diese russische Staatsbürgerschaft haben, dürfen plötzlich nicht mehr an Sportwettkämpfen teilnehmen, obwohl sie nichts getan haben, obwohl sie vielleicht die Ideologie nicht mehr teilen, aber man wird gebrandmarkt. Vor kurzem waren es die Ungeimpften, jetzt sind es die, die pro-russisch sind. Und in der Zukunft werden wir noch weitere Themen kriegen, wo medial deutlich auch Stellung bezogen wird. Und die Frage ist, wer legt fest, was Gemeinwohl ist? Wir werden heute gebrieft, indem immer wieder im Internet gibt es Anzeigen, die Mehrheit der Deutschen will. Ist das schon mal aufgefallen? Wurde jemand hier aus diesem Raum schon mal befragt? Also die Frage, sind das repräsentative Umfragen? Wie viele Leute werden gefragt? Werden nur systemtreue Leute befragt? Also hier wird immer unterstellt, dass das der Wille des Volkes ist und dass wir in so einer Scheindemokratie leben, wo der Wille des Volkes das höchste Gut ist. In der Schweiz zum Beispiel, wo es Volksabstimmungen noch gibt zu bestimmten Themen, da hätten wir Möglichkeiten, manche Dinge auch mal zu hören, was will wirklich das Volk und nicht, was ist so ein bisschen das, was medial von der Regierung dann kolportiert wird. Und die Frage ist wirklich, wer? Politische Machthaber, religiöse Wissenschaftler, Wirtschaftsverantwortliche, Faktenchecker, wer auch immer, wer bestimmt heute, was Gemeinwohl ist? Wir wissen aus der Geschichte, dass das Gemeinwohl, was vermeintlich von der Gesellschaft manchmal gefordert wird, manchmal nur persönliche eigene Interessen sind. Und das lesen wir auch in der Bibel am bekanntesten Beispiel von Jesus von Nazareth. Da heißt es im Johannesevangelium, einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Gemeinwohl. Wir können heute sagen, Gott sei Dank ist Jesus den Weg für uns gegangen, aber es war eine Riesenschweinerei. Was für Ziele verfolgt die neue Weltordnung? Man möchte die Weltwirtschaft reformieren, man möchte das Weltklima retten, man möchte die Weltgesundheit sichern, Weltreligionen begründen, eine Weltgerechtigkeit erschaffen. Wir haben ja gerade gelesen, Korruption soll bekämpft werden, Armut soll bekämpft werden.
Aber wenn man das Zitat genau anschaut, soll es nicht bekämpft werden, es sollen Methoden untersucht werden. Ja, das ist ganz wichtig, es ist ein Unterschied, ob man was verändern will oder ob man Methoden untersucht. Auch das ist sehr interessant. Und natürlich, nichtsdestotrotz, versucht man zurzeit auch mit Waffengewalt den Weltfrieden zu sichern. Und das ist das, was so die große Agenda ist. Und das könnte man noch ergänzen, es betrifft alle Gebiete, die von Belang sind. In unserer Gesellschaft wird die neue Weltordnung etwas bringen, was scheinbar für alle Menschen positiv sein wird, weil es besser wird. Das ist wie ein Wahlversprechen bei einer politischen Wahl. Und wir wissen, wie viel Vertrauen wir diesen Wahlversprechen schenken können. Und deswegen schauen wir auch mal, was sagt die Bibel über die Bewegung, die dort auftritt. Und das ist natürlich sehr spannend. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, sind wir bereit, Demokratie, Gewissensfreiheit und Glaubensfreiheit im Zweifel für das Gemeinwohl zu opfern, wenn es doch allen Menschen zum Nutzen wäre? Und das ist das, was gefordert werden wird. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. In der Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 17, da wird so diese allerletzte Zeit beschrieben. Ich habe hier einen ganz kurzen Abschnitt rausgeholt. Da wird so von den Königen gesprochen, von den 10 Königen. Das ist ein Symbol für die Machthaber. Bei uns sind es weniger Monarchen oder Diktatoren. Das sind eher demokratisch gewählte Verantwortliche, die sozusagen, da heißt es mit dem Tier, und ich habe dieses Tier identifiziert als eine neue Weltregierungsordnung, dass sie für eine Stunde Macht empfangen, parallel mit diesem Tier. Heute könnten wir uns vorstellen, ich weiß nicht, was sich da noch verändern wird, die UNO hat genau diesen Charakter, weltweit alles zu vereinigen. Wir haben es in der Pandemie gesehen, die WHO war sozusagen der weltweite Organisator für all die Probleme, die da waren. Und hier haben wir die Information, dass die Verantwortungsträger dieser Erde alle einen Sinn haben. Und wir merken im Moment in der Russland-Krise, nichts eint mehr als ein gemeinsamer Feind. Plötzlich ist alles möglich, alles wird miteinander verbunden und sie geben ihre Kraft und Macht dem Tier, sie geben Autorität dieser Organisation, dass die handeln darf, in dem Sinne, dass auch weltweit etwas geschehen darf, weil es natürlich eine Konzentration von Autorität und Macht ist. Und da wird gesagt, was für ein Ziel diese Könige mit diesem Tier verfolgen, sie wollen Krieg mit dem Lamm führen. Das Lamm ist in der Offenbarung ein Bild für Jesus Christus und damit stellvertretend für seine Gemeinde auf Erden. Sie kämpfen gegen die Gemeinde Gottes auf Erden. Das soll Gerechtigkeit darstellen, christliche Werte und so weiter. Unter diesem Deckmantel wird diese neue Weltordnung agieren und sie werden eine Stunde Macht bekommen. Und eine Stunde ist eine kurze Zeitepoche, ein Sinnbild für kurze Zeit und dann ist das auch schnell wieder vorbei, weil Christus das Ganze beenden wird. Kommen wir zu Konjunkturzyklen. Das ist so ein Wirtschaftsthema, was vielleicht der ein oder andere mal im Unterricht in der Schule kennengelernt hat. Das ist ganz simpel. Das ist das Konzept, wie unser Bruttoinlandsprodukt im Verhältnis zur Zeit sich bewegt. Es gibt sozusagen eine Phase hier vom Tiefpunkt her gesehen, wenn sich das nach oben bewegt, dass wir einen Aufschwung nennen und dann, wenn wir so uns dem Höhepunkt zu bewegen und es sich sehr stark ausdehnen, reden wir von der Expansion. Geht das Ganze vom Höhepunkt her wieder runter, sprechen wir zunächst von einer Rezession und entwickelt sich das dramatisch, dann sprechen wir von einer Depression. Und der Begriff, wir kennen das so ein bisschen von unserem Herzen, Expansion, Kontraktion, ist etwas Ausdehnung und Schrumpfung sozusagen, in diesem Fall auf das Bruttoinlandsprodukt bezogen. Und die große Frage ist, wir befinden uns vermutlich im Moment eher in einer Rezession, wir sind noch nicht in einer Depression angekommen, wir haben eine hohe Inflation und die Fragen, die viele Menschen beschäftigen, kommt es irgendwann zum Megacrash? Was ist ein Megacrash? Also die einen sagen, wenn die Börsenkurse runterbröckeln, da sagen wir, okay, das ist für uns noch kein Megacrash, wobei die größten Unternehmen im Moment sind es in Deutschland, ja im DAX 40, die größten 40 Unternehmen, die repräsentativ so durch die Medien immer auch gezeigt werden. In jeder Tagesschau wird so die Entwicklung gezeigt und wenn es positiv läuft, wird suggeriert, es ist alles in Ordnung in Deutschland, die kleinen Mittelständler und kleinen Unternehmen interessiert keiner, die Großen profitieren hier in großem Maße. Und wir werden uns anschauen, jetzt aufgrund biblischer Beschreibung, kommt es zu einem Kollaps des Finanzsystems oder nicht? Wenn ja, wann?
Jesus hat uns, und das war die spannende Frage, die die Jünger gestellt haben, die Jünger waren auch neugierig, wann kommt das Ende, was passiert da alles, woran können wir das erkennen? Das war so die Frage, die die Jünger bewegt hat im Matthäusevangelium. Und da heißt es, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus nennt ihnen kein Datum, er nennt ihnen Kriterien, die passieren werden im Verlauf bis zu diesem Datum, und er mahnt sie zur Vorsicht, ganz besonders vor falschen Propheten. Er sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Ihm war es wichtiger, dass die Leute wirklich vor Täuschung geschützt bleiben, als dass sie genau wissen, was passiert, wann passiert es, wie passiert es, was die Jünger natürlich brennend interessierte. Und dann wird er doch konkreter und sagt, es gibt viele Menschen, die werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ist auch etwas, was, es gibt so viele Religionen und christliche Kirchendenominationen auf dieser Erde, wenn ich mein Leben lang versuchen würde, herauszufinden, welche Kirche die richtige ist und jeden Gottesdienst mal besuchen wollte, ich schaffe es in meinem Leben nicht mehr. Es sind zu viele. Es sind zigtausende. Und wir sehen, dass es unterschiedliche Ausrichtungen gibt. Und Jesus hat gesagt, es gibt viele, wirklich viele, und es wird auch später dann noch viele kommen, die sich als Christus ausgeben, passiert auch jetzt schon. Und dann heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, es ist noch nicht das Ende. Dann fährt er fort und sagt, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Also hier im Griechischen wird unterschieden, dass Länder gegeneinander kämpfen, aber auch ethnische Gruppen miteinander in Konflikte geraten. Dann sagt er, das ist der Anfang der Wehen, und er benutzt das Bild einer Schwangerschaft, wenn sie kurz vor der Geburt steht, und sagt, das wird, je näher wir dem Geburtstermin kommen, und hier ist es die Wiederkunft Christi, desto intensiver, häufiger wird das werden. Es wird an Häufigkeit zunehmen und an Intensität zunehmen. Und dann sagt er, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern, euch töten, ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und das 24. Kapitel im Matthäusevangelium ist so ein bisschen in verschiedene Epochen gegliedert. In manchen Bereichen spricht Jesus die Jünger direkt an, in manchen zeigt er, was bei der Zerstörung Jerusalems passieren wird, und manches spricht er über die Zeit, wirklich, die kurz vor der Wiederkunft ist. Und hier gibt es natürlich auch Sachen, die so ein bisschen ineinander fließen. Und dann werden viele verleitet werden, werden einander überliefern und einander hassen, und viele falsche Propheten werden aufstehen, werden viele verführen. Und dann sagt er, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Manche Übersetzungen schreiben hier mit die Ungerechtigkeit, aber Gesetzlosigkeit, Anomia, ist noch ein etwas anderer Begriff. Gesetzlosigkeit ist Anarchie. Also keiner hält sich mehr an Regeln, egal ob religiöse, ob weltliche. Das ist das, was Jesus uns für das Ende ankündigt. Er sagt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dann sagt er uns, das ist die einzige Stelle, wo er wirklich sagt, was das Kriterium ist, dass das Ende kommen kann. Es sind nicht die bösen Mächte oder die neue Weltordnung, sondern dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Also es liegt ein Stück weit an uns als Christen, die Wiederkunft Christi zu beschleunigen, indem wir die gute Nachricht den Menschen weitergeben, mit denen wir in Kontakt kommen. Denn das ist das Kriterium, dass diese Erde erlöst wird durch Jesus Christus. Die gute Nachricht der Erlösung durch Gnade. Jesus Christus ist das Ziel. Im Geist der Weissagung finden wir dazu eine Aussage, die interessant ist. Da sagt die Autorin, gleichzeitig sucht die Anarchie, alle Gesetze, nicht nur göttliche, nein auch menschliche, hinwegzufegen. Die Zusammenballung von Macht und Reichtum, die großen Zweckgemeinschaften zur Bereicherung weniger auf Kosten der vielen, der Zusammenschluss der ärmeren Klassen zur Verteidigung ihrer Anliegen und Ansprüche, der Geist der Unruhe, des Aufruhrs und des Blutvergießens, die weltweite Ausbreitung jener Lehren, die zur Französischen Revolution führten, das alles treibt darauf zu, die Welt in eine ähnliche Auseinandersetzung zu verwickeln, wie sie Frankreich erschüttert. Also uns wird vorhergesagt, und Jesus deutet das ja auch an, es wird Anarchiezustände geben, weil es ein Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich geben wird. Dass die armen Menschen auf die Reichen losgehen und dort zu radikalen Maßnahmen greifen werden. Das Lukas-Evangelium, dort gibt es den Parallelbericht zu dieser Endzeitrede. Dort wird Folgendes genannt.
Ich werde jetzt die Dinge nicht wiederholen, die wir schon gehört haben. Da wird noch davon geschrieben, es wird in Vers 11 Seuchen geben als Ergänzung, Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Was immer auch das sein wird, ob das Meteoriteneinschläge oder sonst was sein können, wir wissen es noch nicht, wir werden es erleben, es werden Dinge passieren, die wir so noch nie gesehen haben. Und diese Zeit wird natürlich eine Not auf Erden auslösen. Und da heißt es, und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Also wir haben ja schon Ideen bekommen, was bedeutet, wenn mal Tsunamis losbrechen. Wir haben das in Thailand vor einigen Jahren erleben müssen, wo viele Menschen gestorben sind, weil einfach eine Flutwelle alles überschwemmt hat. Und das ist das, was Jesus uns sagt, Naturkatastrophen werden immer unheilvoller werden. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Menschen diese Erde immer mehr ausbeuten und die Naturgesetze, die Gott verankert hat, damit anfangen auszuhebeln. Die Menschen haben Angst, das steht drin, und dann, wenn diese Ereignisse ihren Höhepunkt zulaufen, werden die Menschen Christus sehen. Das ist das, was er sagt. Also der Höhepunkt, und deswegen geht es um ein Ausharren, um Geduld, findet seinen Höhepunkt in der Wiederkunft Christi. Und er sagt, wenn ihr diese Dinge seht, die euch auf den ersten Blick Angst machen, und er sagt, in der Welt habt ihr Angst, dann wisst ihr, ich bin kurz vor der Tür. Versucht den Menschen diese Hoffnung weiterzugeben, die Botschaft, dass eine Entscheidung für mich die einzige Lösung ist, von dieser Erde mit Hoffnung eine Zukunft zu erhalten. Wenn wir das mal durchschauen, können wir uns angucken, Kriege, Kriegsgerüchte, ethnische Konflikte, wenn wir sehen, was im Moment in der Ukraine passiert, sehen wir, dass schon so ein Konflikt wirtschaftlich Auswirkungen haben kann, der uns, und ich habe das am Anfang angedeutet, ganz schön aus dem Gleichgewicht werfen kann. Also sollten jetzt die Gaslieferungen gestoppt werden, vielleicht zum Herbst hin, wenn wir heizen müssen, das Öl nicht mehr kommen oder wie auch immer, oder die Preise auf 3-4 Euro den Liter steigen, dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir so abhängig sind von den ganzen Lieferketten, dass wir natürlich in wirtschaftliche Depression dann auch schnell hineinfallen könnten. Bei den Seuchen haben wir es gesehen durch die Lockdowns, wie schnell passiert es, dass Unternehmen, ob es kleine Hotelgewerbe waren, nicht mehr die Leute beherbergen dürfen und so weiter und nicht mehr wissen, wie sie weiterleben sollen. Naturkatastrophen können das ihre dazu beitragen, sollte es keine Weizenernten mehr geben, wissen wir, was passiert, die Preise gehen nach oben, alles wird teurer, was wir jetzt auch schon erleben. Und so weiter. Also wenn wir uns einzelne Gebiete daraus gucken, wissen wir, dass das, was Jesus andeutet, immer wirtschaftliche Auswirkungen hat, die nicht positiv sind. Und bei manchen Dingen kann das lokal sein, aber es kann auch größere Dimensionen annehmen, die wir gerade auch schon miteinander gehört haben. Und das Interessante ist, dass wirtschaftliche Probleme Depressionen erzeugen können, aber dass hier niemals das Finanzsystem kollabiert. Das ist ein interessantes Phänomen. Solange Menschen leben, werden sie versuchen, Geld und Macht zu konzentrieren. Und eine Kollabierung des Finanzsystems, wenn man sie per Definition vielleicht mal versuchen würde zu formulieren, würde bedeuten, dass die Computertechnologie, die heute das ganze Finanzsystem steuert, zerstört werden müsste, damit das System komplett kaputt geht. Das heißt nicht, dass es nicht Banken gibt, die pleite gehen. Das heißt nicht, dass es irgendwelche neuen Währungsreformen geben kann, dass es schwierige Zeiten geben kann. Aber solange wir leben, wird vermutlich die Menschheit immer wieder einen Weg finden, sich da durchzulavieren, um Lösungen zu finden, damit die, die reich sind, immer reicher werden. Das ist nämlich das Anliegen, was im Jakobusbrief steht. Jakobus ist hier derjenige, der über die letzten Tage spricht, und er sagt zu den Reichen in den letzten Tagen: Weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von den Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Also die Bibel sagt, die letzten Tage, unmittelbar vor der Wiederkunft, gibt es eine Konzentration von Macht und Reichtum auf wenige. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Also Gott, der sich sozusagen auch als der Vertreter der Armen ansieht, als der Vater der Witwen und Waisen, der wird nicht unendlich dieser Ungerechtigkeit zuschauen. Er wird eingreifen.
Weiterer Vorwurf, also sie zahlen ihren Lohn nicht oder sie zahlen Minilöhne, weil sie die Leute einfach ausbeuten und wissen, in einer Zeit, wo es mehr Arbeitnehmer gibt und man sich den Markt aussuchen kann, kann man natürlich auch die Preise drücken und das wird hier berichtet für die letzte Zeit. Er fährt fort und sagt, ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt, ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Also diese Habsucht und diese Geldgier und Ungerechtigkeit, die von einigen wenigen ausgeht, die wird uns in der Schrift schon 2000 Jahre lang angekündigt. Also das, was wir in der Pandemie hatten, dass so diese großen Technologiekonzerne Milliarden Gewinne machen, während die anderen nicht wissen, wie sie weiterleben sollen, ist ein Stück weit bezeichnend für die Zeit, in der wir leben, die angekündigt wurde. Und diese Leute werden noch radikaler werden. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht. Die Leute gehen über Leichen, die sind skrupellos, wenn es um den Profit geht. Da gibt es keine ethischen Grenzen für diese Menschen. Und dann kommt Jakobus und sagt, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Und er schreibt dann in Vers 8, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und in Vers 9, siehe, der Richter steht vor der Tür, der Richter ist Jesus Christus. Er sagt, unmittelbar, wenn diese Sachen eskalieren und zu einem Höhepunkt zulaufen, wird Christus das Ende dieser Welt einläuten. Dazu gibt es ein paar Aussagen, auch im Geist der Weissagung, die möchte ich mit euch teilen. Und da heißt es, der Herr zieht seine bewahrende Hand von der Erde zurück und bald werden Vernichtung und Tod, überhandnehmende Verbrechen und grausames, erbittertes Wüten gegen die Reichen, die sich über die Armen erhoben haben, auf Erden herrschen. Alle, die dann nicht unter dem Schutz Gottes stehen, werden nirgendwo Sicherheit finden. Menschen werden ausgebildet und verwenden ihren Erfindungsgeist darauf, die mächtigsten Waffen zum Verwunden und Töten zuzubereiten. Also das wurde geschrieben vor weit über 100 Jahren. Da kannte man noch keine Atomwaffen, da kannte man noch keine Biowaffen, noch keine Vakuumbomben, noch keine Chemiewaffen und was es da alles heute gibt, keine Laserkanonen aus dem Weltall und Hyperschallflugzeuge und was alles dort entwickelt wurde und wird. Hier wird genau beschrieben, dass die Waffentechnologie einen solchen Fortschritt entwickelt, dass hier wirklich viele Menschen auch mit getötet werden können und werden. Dann beschreibt sie etwas und sagt, die Erdkruste wird durch die Ausbrüche der Elemente gesprengt werden, die im Erdinneren verborgen sind. Diese Elemente werden, sobald sie freigesetzt sind, und jetzt wird es interessant, die Reichtümer derer hinwegschwemmen, die jahrelang ihren Besitz vergrößert haben, indem sie von ihren Angestellten große Besitztümer zu Spottpreisen erwarben. Also was wird da noch auf uns zukommen? Dass die Mitarbeiter so große Not haben, vielleicht weil ihre ganzen Gebäude auf Pump finanziert sind, dass sie so unter Druck gesetzt werden, dass die Arbeitgeber, die sich verbinden zu immer größeren Verbänden, versuchen aus der Not ihrer Angestellten Profit zu schlagen und sich sozusagen deren Besitztümer zu ermächtigen. Dann gibt es noch Aussagen von der gleichen Autorin zur letzten Krise. Und sie sagt, Gottes Volk muss auf die Ereignisse der Zukunft vorbereitet sein, die bald mit unvorstellbarer Gewalt über die Welt hereinbrechen werden. Es werden sich gigantische Monopole bilden. Man wird sich zu Verbänden zusammenschließen, die letztendlich dazu beitragen, dass immer mehr Menschen in die Front des Widersachers eingereiht werden. Einige wenige werden versuchen, so viel wirtschaftliche Macht wie möglich in die Hände zu bekommen. Darüber hinaus werden sich auch Gewerkschaftsverbände formieren, die alle ausgrenzen, die sich ihren Zielen nicht unterordnen wollen. Das ist so ein nächstes Thema, was irgendwann in naher Zukunft auf uns zukommen wird, wenn das Thema Arbeitslosigkeit stark zunehmen wird. Es wird als Kontrapunkt sozusagen gegen diese Konzentration der Machtmonopole die Gewerkschaften geben und jeder, der dort nicht mitmacht, dem wird es so ergehen, wie ich vorhin beschrieben habe, in diesen Themen, die wir die letzten 2-3 Jahre erlebt haben, der wird mit Widerstand rechnen müssen, mit erheblichem Widerstand. Und dann sagt die Autorin, wenige gebildete, geschulte und begabte Menschen regieren die Märkte und kontrollieren die Handelswaren gemäß den Prinzipien Satans. Sie haben das Geld, das der Bevölkerung gehört, das Geld, das ihnen eine faire Chance geben würde. Und dann schreibt sie, Bankinsolvenzen wird es geben, es wird viele große Zusammenbrüche bei irdischen Banken und Spekulationsgeschäften geben, einschließlich der Bereiche Rohstoffabbau und Immobilien. Also nichts ist vor einem Crash gefeit, das wird uns ganz deutlich gesagt, das war in der Geschichte immer so. Das heißt aber noch nicht, dass das System zusammenbricht, das ist immer wichtig zu unterscheiden. Schauen wir uns noch
zwei, drei Aussagen an. Da heißt es, keiner von den Regierenden, also unsere Leute, die an wirtschaftlicher und politischer Front sind, vermag die Probleme der Sittenverderbnis, der Verarmung und Verelendung und der Zunahme der Verbrechen zu lösen. Vergeblich bemühen sie sich, geschäftliche Unternehmungen auf eine sichere Grundlage zu stellen. Also diese Thematik, wir machen jetzt mal eine neue Weltordnung, dann gibt es mehr Gerechtigkeit, es gibt keine Korruption mehr, es wird nicht funktionieren. Das muss uns bewusst sein, weil es wird versucht werden, aber es wird nicht funktionieren. Die Gewerkschaften werden eine der Instanzen sein, die über diese Erde eine Zeit der Trübsal bringen werden, wie es seit Anbeginn der Welt noch nicht gegeben hat. Warum ist das so? Die Gewerkschaftsmitglieder, die durch Zerstörung von Eigentum und ihre Versuche, das Leben zu zerstören, höhere Löhne angestrebt haben, zeigen deutlich, zu welchen Mitteln Menschen greifen werden, die entschlossen sind, ihre eigenen Pläne unabhängig von anderen durchzusetzen. Viele der Polizisten werden nicht herauskommen, um ihren Pflichten nachzukommen. Also die Polizei hat Angst vor dem Mob. Es ist zu gefährlich, ihr Leben ist bedroht. Die Gewerkschaftsverbände werden, und normalerweise würden wir sagen, Gewerkschaften treten hier für das Recht der Schwächeren, der Ärmeren ein, aber hier wird zu solch radikalen Maßnahmen gegriffen, dass die Leute nicht davor zurückschrecken, Menschenleben zu zerstören und Eigentum zu zerstören, um ihre Forderungen durchzusetzen. Also es ist nicht besser als das, was sie den anderen vorwerfen. Sie handeln exakt gleich. Dann komme ich zu einem Abschnitt in der Heiligen Schrift, im Propheten Daniel. Zum Propheten Daniel wird uns im Geist der Weissagung ein paar Aussagen gemacht, dass die Visionen, die dort geschrieben wurden, sich gerade im Prozess der Erfüllung befinden und alle vorhergesagten Ereignisse sich in Kürze erfüllen werden. Dann von Daniel die überlieferten Weissagungen von ihm, die beziehen sich auf die Zeit, in der wir leben. Also das ist Zeitgeschehen. Die Prophetie ist für uns geschrieben, die wir diese Zeit erleben. Und dann sagt sie, die Welt ist vom Kriegsgeist erregt. Die Weissagung im 11. Kapitel des Propheten Daniel hat nahezu ihre vollständige Erfüllung gefunden. Bald werden die Ereignisse der Trübsal eintreten, von denen in den Weissagungen die Rede ist. Wenn man das Kapitel 11 im Buch Daniel liest, dann ist das eine Kriegsgeschichte von Anfang bis zum Ende. Erst werden Kriege geschildert, die im griechischen Weltreich stattfanden, dann werden Kriege geschildert, die im römischen Reich stattfanden, dann werden Machtthemen geschildert, die unter der Führung des Papsttums stattfanden. Und ganz am Ende im Kapitel 11 gibt es dann eine Aussage, die sich auf die letzte Zeit bezieht und die wir kurz uns gemeinsam anschauen wollen. Hier wird auf der Landkarte von Israel, also Israel hier in der Mitte, wir kennen das, so dieser kleine blaue Punkt dort, der See Genezareth, unten das Tote Meer. Und diese Landkarte war sozusagen Sinnbild des ganzen Kapitels im Kapitel 11 in Daniel. Immer wieder kommt ein Nordkönig und das Volk Gottes mittendrin in diesen Konflikten, immer wieder in der Zeitgeschichte, muss erleben, wie Leute durch das Land marschieren, teilweise auch ihr Land sozusagen bedrohen und dort zu Maßnahmen greifen. Und hier heißt es im prophetischen Wort in der Heiligen Schrift, und zur Zeit des Endes, wir haben gelernt, Zeit des Endes beginnt 1798, wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Wer ist ihm? Ihm ist der König des Nordens, und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen, und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Also wir müssen deutlich definieren, was hier passiert ist. 1798 kommt es, und vorher wird dem Propheten Daniel geschildert, dass das Papsttum seine Macht entwickelt hat, und plötzlich kommt der König des Südens, ein Sinnbild der französischen Revolution, besiegt das Papsttum, ist erstmal beendet. Und dann gibt es irgendwann in der Zukunft eine Reaktion, dass der Nordkönig, das ist die Allianz wieder, die sich um Rom und Amerika und ihre Verbündeten schmiedet, zu einem Militärschlag ausholen wird gegen die Feinde. Wer das ist, muss ich heute, glaube ich, kaum erläutern. Und das wird deutlich, denn Wagen und Reiter sind im Hebräischen in diesem Kontext immer ein Symbol im ganzen Alten Testament für Kriegsführung, physische Kriegsführung. Die Schiffe, die dort genannt werden, sind keine Kriegsschiffe im Hebräischen, es sind Handelsschiffe. Das sind so die Handelsschiffe, die nach Tyrus, wo immer so auch Rohstoffe transportiert wurden, genutzt wurden. Und sind ein Sinnbild für Wirtschaftssanktionen. Es kommt uns irgendwie bekannt vor, dass diese Machthaber, Rom, Amerika, Verbündeten, anfangen, irgendwann in der Zukunft Krieg zu führen, militärisch und mit Wirtschaftssanktionen gegen die Menschen und die Länder vorzugehen, die nach ihrer Meinung
Platz machen sollten für die neue Weltordnung, die sie planen. Und hier wird auch beschrieben in der Formulierung, er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Diese Formulierung wird nochmal im Kapitel 11 verwendet und da wird es in einem Kriegsszenario eine Invasion in dieser griechischen Herrschaft geschildert. Und genau das Gleiche wird hier angedeutet, dass es sich hier um eine Militärintervention handeln wird, neben Wirtschaftssanktionen. Wie geht es weiter im Text? Der Text sagt, und er, und jetzt ist immer vom König des Nordens die Rede, wird in das Land der Zierde eindringen. Das Land der Zierde ist eine Begrifflichkeit, die im Hebräischen das Land Israel beschreibt. Also nachdem er vom Norden gegen den Südkönig angekämpft hat auf dem Seeweg und auf dem Landweg, geht er zurück in das Land Israel. Und dann heißt es, wobei viele stürzen wird. Das Wort viele im Hebräischen im Buch Daniel ist ein Symbol für die Gottesfürchtigen, für die Gläubigen. Also hier kommt es, nachdem es eine militärische sozusagen Machtdemonstration gegeben hat und vermutlich auch den Sieg, dazu, dass die Gläubigen in Bedrängnis gebracht werden. Und da heißt, diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom, Moab und die Besten der Söhne Ammon. Wir sehen so, dass die befinden sich auf der anderen Seite des Jordans. Das sind rein von der hebräischen Terminologie Nachkommen von Sem. Also Ammon und Moab, das sind Kinder, die aus dem Inzest von Lot entstanden sind. Und Edom ist Esau, das ist der Bruder von Jakob. Also hier gibt es eine Gruppe von Menschen, wenn die Gläubigen angegriffen werden, die zunächst verschont bleiben. Eine mögliche Deutung davon ist, wir wissen aus der Prophetie, dass der letzte Konflikt darum geht, den Sonntag auf Zwang heiligen zu müssen. Und viele gläubige Christen in anderen Kirchen, die sonntags sozusagen zum Gottesdienst gehen, werden erstmal von diesem Thema nicht betroffen sein. Sie werden am Anfang verschont bleiben. Dann geht es weiter. Der König des Nordens wird seine Hand an die Länder legen und für das Land Ägypten wird es keinen drinnen geben. Also nachdem es Kriegsszenarien im Vorwege gab, gibt es hier das Ausstrecken, das Handanlegen heißt, dass man Macht ausübt, dass man Eingriff auf die Gesetze dieser Länder hat und das wird dem Nordkönig und seinen Verbündeten gelingen. Und dann heißt es, und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen und Libyer und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein. Also wir haben so den großen Kontrast, im Norden der Nordkönig, unten so das Symbol Ägypten gegen Babylon, kann man sagen, das ist der Konflikt, der dort geschildert wird. Und die Verbündeten Libyen und Kusch, das sind alles Nachkommen von Ham, alles Hamiten im Süden, in der Mitte sind es alles Semiten und oben sind es alles Japhetiten, werden dort unterworfen und müssen bei den Systemsachen mitmachen, auch wenn sie vielleicht die Ideologie nicht vertreten, die der Nordkönig mit seinen Verbündeten vertritt. Dann kommt es zum Höhepunkt. Dann heißt es aber Gerüchte, der König des Nordens denkt, jetzt habe ich sie alle im Griff, ich habe die einen unterworfen, ich habe Macht sozusagen, drücke auf die Gläubigen, unterwerfe meine Feinde und plötzlich wird er erschreckt von Gerüchten aus Osten und Norden und er wird mit großem Zorn ausziehen, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu vollstrecken. Die vielen wieder die Gläubigen, der Versuch, Menschen, die nicht dem System treu sein werden, umzubringen. Was sind die Gerüchte aus Norden und Osten? Die Menschen werden dann, und wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass am Ende nochmal eine Ausgießung des Heiligen Geistes unter der Christengemeinde stattfinden wird, werden aus ihren Kirchen, ihre Kirchen verlassen und werden sich dem Volk Gottes anschließen. Und das ist natürlich verheerend, wo ein Machthaber denkt, ich habe jetzt alle im Griff und plötzlich aus den eigenen Reihen, und aus Reihen, wo man dachte, die habe ich sozusagen in meiner Freundschaft und Gefolgschaft, die Leute wechseln und das Boot verlassen. Das ist die Situation, die zu dem Zorn bringt, dass sie sagen, jetzt hilft nichts mehr, jetzt müssen wir so weit gehen und diese Leute auch mit der Todesstrafe belegen. Und dann steht, und das ist der letzte Vers im Kapitel 11 in Daniel, er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde und dann wird er an sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Das Meer ist in der Prophetie ein Symbol für die Völkerscharen, für viele Menschen. Und hier wird sozusagen ein Sinnbild gemacht. Der Berg der heiligen Zierde ist der Tempelberg in Jerusalem und er platziert sein Zelt genau zwischen dem Jerusalemer Tempelberg und dem Mittelmeer. Das ist so diese Symbolik, die hier verwendet wird. Das heißt, der Tempel Gottes ist ein Symbol für den Thron Gottes
auch wenn das irdische Heiligtum nicht mehr existiert, aber um hier eine deutliche Unterscheidung zu machen. Und der König des Nordens stellt sein Zelt dazwischen auf. Und wo das Zelt eines Königs ist, da ist auch sein Thron. Und die Heilige Schrift sagt uns in Thessalonicher Briefen, dass am Ende Satan versuchen wird, sich als Christus auszugeben. Und das ist auch das, was die Prophetie uns schildert. Im Buch Der große Kampf oder die neue Auslegung oder Übersetzung heißt Vom Schatten zum Licht, da schreibt die Autorin, als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus ausgeben. Nun wird der große Betrüger den Anschein erwecken, dass Christus gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird sich Satan unter den Menschen als ein majestätisches Wesen von verwirrendem Glanz offenbaren, das der von Johannes in der Offenbarung gegebenen Beschreibung des Sohnes Gottes gleicht. Die Herrlichkeit, die ihn umgibt, ist unübertroffen von allem, was sterbliche Augen je gesehen haben. Es ertönt der Jubelruf, Christus ist gekommen, Christus ist gekommen. Das Volk wirft sich anbetend vor ihm, Satan, nieder, während er seine Hände erhebt und es segnet, wie Christus seine Jünger segnete, da er auf Erden lebte. Seine Stimme ist weich und gedämpft, doch voller Wohlklang. In milden, bemitleidendem Ton bringt er einige derselben gnadenreichen himmlischen Wahrheiten vor, die der Heiland einst aussprach. Er heilt die Gebrechen des Volkes, behauptet dann in seinem angemaßten Charakter Christi, dass er den Sabbat in den Sonntag verändert habe und gebietet allen den Tag, auf dem sein Segen ruhe, zu heiligen. Also das ist so das große Drama, der Abschluss, bevor das Gericht im Himmel endet. Satan versucht, alle Register zu ziehen, kommt persönlich als Christus und die Menschen können ihn nicht unterscheiden, weil er einfach die Herrlichkeit Christi widerspiegelt. Der einzige Unterschied, woran man das erkennen kann, ob es Christus ist oder nicht, Christus betritt diese Erde nicht. Wenn sich jemand auf dieser Erde ausgibt und sagt, er ist Christus und sieht aus wie er ist es nicht. Das ist das einzige Kriterium, was uns Sicherheit gibt, ob es sich hier um den Betrüger handelt oder nicht. Interessant ist auch im Geist der Weissagung, es wird im Buch Propheten und Patriarchen und Propheten wird eine Aussage gemacht, das vorhin ja schon skizziert, oben sind so der Nordbereich sind die Japhetiten. In der Mitte sind alles Semiten, unten sind alles Hamiten, denn die vier Söhne Hams waren Libyen oder Put hieß sein einer Sohn, dann Mizraim, das ist hebräisch für Ägypten, und Kusch und der vierte war Kanaan und Kanaan war schon verschwunden, weil Israel das Land Kanaan eingenommen hatte. Und hier haben wir eine Auflistung und da gibt es ein interessantes Zitat dazu. Sie sagt, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes sagte Noah die Geschichte der drei großen Menschenrassen voraus, die von ihnen herkommen sollten. Sems Linie sollte das auserwählte Volk des göttlichen Bundes und des verheißenen Erlösers werden. Japhet sollte wohnen in den Zelten Sems, hier wird das Alte Testament zitiert. An den Segnungen des Evangeliums sollten hauptsächlich die Nachkommen Japhets Anteil haben. Die Nachkommenschaft Kanaans sank in die entwürdigsten Formen des Heidentums ab. Und es ist auch heute so, dass diejenigen, Rom und Amerika, sind beides sozusagen Mächte, die vom Christentum profitieren. Um in den Worten des Alten Testamentes zu sprechen, die in den Zelten Sems gewohnt haben, die Anteil haben an den Segnungen oder hatten des Evangeliums. Und wir sehen, dass hier etwas ist, das im Namen des Christentums, und das hat es im Mittelalter auch schon gegeben, Kreuzzüge geführt werden und hier wird zur Rettung der Welt und zur Verbesserung der Gerechtigkeit werden Kriege geführt, um das eigene System durchzusetzen. Das erinnert uns so ein bisschen an die Zeit von Karl dem Großen, so diese Zwangschristianisierung, die am Ende sozusagen unter den Parametern, die sich das System setzt, umgesetzt werden soll. Das Buch Daniel endet nicht in Kapitel 11, sondern in Kapitel 12. Und ich habe den ersten Vers noch mit reingenommen. Und es steht drin, wenn das passiert, dann wird Michael auftreten. Michael ist eine symbolische Beschreibung für Jesus Christus. Es heißt im Hebräischen, wer ist wie Gott? Sein Name ist Jesus Christus. Er wird sozusagen seinen Gerichtsdienst beenden, sich auf den Weg machen, seine Wiederkunft vorbereiten und dann sind die letzten Ereignisse da. Und das passiert exakt, wenn diese vorgetäuschte Wiederkunft dann abgelaufen ist, dann ist Christus unterwegs. Es gibt keine Chance mehr, sich dann zu bekehren oder nicht zu bekehren. Es ist vorbei, jede Entscheidung ist getroffen. Das ist so das Szenario, was uns die Bibel zeigt. Und dann kommt die Zeit der Trübsal, das ist die Zeit der sieben Plagen, die wir aus der Offenbarung kennen, in den schrecklichsten Ausmaßen. Über die Gottlosen, die Plagen betreffen die Gottlosen, nicht die Gläubigen.
Eine interessante Aussage: Vor 24 Jahren machte der amerikanische Verteidigungsminister, damals hieß er Donald Rumsfeld, folgende Aussage. Er sagte, die gemeinsamen Anstrengungen einer Anzahl offen oder potenziell feindlicher Nationen, Raketen mit biologischer oder nuklearer Nutzlast zu erwerben, stellen eine wachsende Bedrohung für die Vereinigten Staaten, ihre Einsatzkräfte und ihre Freunde und Verbündeten dar. Diese sich neuerdings entwickelnden Bedrohungen seitens Nordkorea, des Iran und Irak kommen noch zu denen hinzu, die noch immer den vorhandenen Raketenarsenalen Russlands und Chinas ausgehen, von Nationen, mit denen wir zurzeit nicht im Streit liegen, das war vor 24 Jahren, die sich aber in Veränderungsprozessen mit ungewissem Ausgang befinden. Also die Feinde sind identifiziert, die einzigen beiden Nationen, die Amerika und ihren Verbündeten gefährlich werden können, sind Russland und China, und die werden gerade jetzt mit Wirtschaftssanktionen traktiert. Und wir haben gelesen, dass es zu einem Krieg kommen wird. Ob das jetzt direkt in Folge ist, das wissen wir nicht. Aber es scheint so zu sein, dass es dort noch eine Entwicklung geben wird, dass Amerika dann die Herrschaft vollständig ergreifen wird mit seinen Verbündeten. Wir haben Offenbarung Kapitel 13. In Offenbarung Kapitel 13 wird so der letzte Konflikt geschildert, der eskaliert, wenn es in der Endzeit darum geht, wie werden diejenigen, die sanktioniert, die nicht mitmachen wollen bei diesem System. Und da heißt es, und ich überspringe jetzt einfach aus Zeitgründen mal die ersten 5, 6 Verse. In Vers 17 heißt es, niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das haben wir jetzt schon mal in der Pandemie erlebt, dass solche Diskussionen geführt wurden, dass man bestimmte Leute ausgrenzen möchte, dass sie nichts mehr kaufen können und so weiter. Das war ein Vorspiel, was wir jetzt hier erlebt haben, aber das im Großen wird sich am Ende durchziehen. Alle, die nicht mitmachen bei dieser neuen Weltordnung, die sich dagegen stellen, werden ausgeschlossen werden vom Wirtschaftsleben. Und das bringt Implikationen mit sich. Und die Implikation heißt, es muss ein Identifizierungstool geben, wo Leute entweder das Mahlzeichen haben oder nicht haben. Wir können uns das heute bildhaft vorstellen, wir haben so den Green Pass schon mal gehört, ob das nachher das ist, ob das ein Chip ist, ist völlig egal, die Technologie ist vorhanden. Es wird eine Technik geben, um Menschen zu identifizieren. Ob das eine Handy-App verpflichtend ist, keine Ahnung, sagt die Bibel nicht. Wir wissen aber, dass Menschen, die sozusagen dieses Mahlzeichen annehmen, gekennzeichnet werden und auch dann identifizierbar sind. Es bedarf natürlich eines Überwachungsapparates, der dann checkt, ist die Person autorisiert, ja oder nein. Es braucht auch bargeldlosen Zahlungsverkehr. Wenn es Bargeld gäbe, könnte ich immer noch verkaufen, selbst wenn ich irgendwo nicht kaufen darf. Also es sind alles die Bestrebungen, die auch von der EZB schon angedeutet werden, Kryptowährungen von staatlicher Seite einzuführen. Die Tests laufen, das ist keine Verschwörungstheorie, das sind öffentliche Informationen, die jedem zugänglich sind. Also wir werden dort in naher Zukunft immer mehr Überwachungsmechanismen haben, die weltweit greifen, damit dieser letzte Schlag gegen das Volk Gottes dann auch wirklich nachhaltig und schmerzhaft ist. Das ist das Ziel dieser ganzen, des großen Kampfes. Satan ist wütend auf die Gläubigen und versucht wirklich alles zu tun, um diese Gruppe zu entmutigen und von dem Weg abzubringen, Christus nachzufolgen. Die gute Nachricht ist, die Menschen am Ende werden, und das schreibt uns die Offenbarung in einem anderen Kapitel, es wird eine Zahl sein von Menschen, die unzählbar ist, die sich auf die Seite Christi stellen werden. Das ist die gute Nachricht, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht dem System beugen werden. Natürlich auch eine entsprechende Gesetzgebung. Und auch hier wird deutlich, für die Leute, die betroffen sind, ist es eine Mega-Wirtschaftskrise, aber für die, die das System betreiben, da bricht nichts zusammen, die gehen normal ihren Geschäften nach. Kommen wir in Offenbarung Kapitel 18. Wir kommen auf die Zielgerade. In Offenbarung Kapitel 18 wird der Untergang Babylons beschrieben. Babylon ist ein Sinnbild für die religiöse Verführung, die unter der Leitung des päpstlichen Rom stattfindet, mit Tochterkirchen, die sich anschließen und diesem System folgen. Und dort kommt es nachher zur Vernichtung Babylons. Und es gibt so ein großes Drama, dass plötzlich alle, und ich habe das hier so mal in schwarzen Buchstaben fett gedruckt, die Könige der Erde, die politischen Machthaber werden trauern und weinen. In Vers 15, die Kaufleute dieser Erde, also die mit Waren und Dienstleistungen umgehen, werden trauern. Und hier unten sehen wir noch
In Vers 17, jeder Steuermann, jeder Küstenfahrer und Schiffsleute, alle, die auf dem Meer beschäftigt sind, sie alle heulen, weil nichts mehr zu verkaufen sind, weil es nichts mehr zu verkaufen gibt, weil es nichts mehr zu kaufen gibt. Alles ist zerstört. Hier wird unter den 7 Plagen kollabiert das Finanzsystem. Hier geht alles kaputt. Alle sind traurig, die Leute sind schockiert. Bis dahin wird es immer irgendwelche Formen geben, wie die Systeme aufrechterhalten werden, aber hier wird alles definitiv zerstört. Und sie weinen, alle weinen, wehe, wehe, die große Stadt, weil sie von dem System profitiert haben und jetzt sehen, dass alles umsonst war. Und wir haben auch gerade noch im Propheten Daniel gelesen, dass der König des Nordens an sein Ende kommen wird. In Offenbarung 17 wird beschrieben, dass die Politiker plötzlich merken, dass sie von diesem religiösen System betrogen wurden und anfangen, die Würdenträger der Kirche, die sie da reingeritten haben, umzubringen, ähnlich wie es bei der Französischen Revolution geschah. Eine kleine Übersicht, was kommt da auf uns zu? Wir hatten schon 2 Weltwirtschaftskrisen in der Vergangenheit, das war 1857 und 1929. Das waren wirklich Wirtschaftskrisen, gab es ganz, ganz viele und gibt es auch permanent, aber dass die ganze Welt involviert war. Und die Frage ist, was wird in der Zukunft noch passieren, dass wir eine solche große Krise kriegen, dass wir ein neues Währungssystem kriegen, dass wir einen Reset kriegen, wie er geplant ist? Da muss noch etwas passieren. Wir wissen nicht jedes Detail, aber wir wissen, dass dort etwas passiert. Mit dem Sonntagsgesetz, was dann kommt, der Angriff auf die Gläubigen, da der Sabbat von der Schrift her, von den 10 Geboten, der wahre Ruhetag ist, führen dazu, dass Gott seinen Schutz von dieser Erde wegzieht und dass es zu einem Zusammenbruch in Amerika, zum nationalen Ruin kommen wird. Lese ich gleich noch ein Zitat. Und natürlich, wenn die Plagen kommen, bricht auch das Finanzsystem definitiv zusammen. Davor rechne ich immer wieder mit irgendwelchen Wiederbelegungen und irgendwelchen Formen, die weiterführen, damit die Mächtigen ihr Spiel weiterspielen können. Hier noch ein Zitat zum nationalen Ruin. Da heißt es, wenn unser Land, die USA, an seinen gesetzgebenden Versammlungen Verordnungen erlässt, die das Gewissen der Menschen bezüglich ihrer religiösen Rechte unter Druck setzen, die die Sonntagsfeier erzwingen und diejenigen unterdrückt, die den 7. Tag als Ruhetag halten, dann wird Gottes Gesetz in unserem Land mit voller Absicht und eindeutigen Zielen für nichtig erklärt werden. Diesem landesweiten Abfall wird der nationale Ruin folgen. Also dort gibt es dann Naturkatastrophen, wirtschaftliche Katastrophen. Eins wird auf das andere folgen. Das, was Gott sozusagen noch zusammenhält, wird dann in sich sozusagen in sich zerstört werden. Ein Ausblick. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus ist der Herr der Geschichte. Er hat uns gesagt, was passiert, wir sollen uns nicht erschrecken, wir sollen, obwohl uns diese Dinge, wenn wir ehrlich sind, manchmal Angst machen, wir brauchen keine Angst haben, weil wir wissen, egal ob wir wenig haben, ob wir viel haben, Gott ist in der Lage, uns durchzuführen. Wie er das Volk Israel durch eine Wüste geführt hat, 40 Jahre, die nichts zu essen hatten, die keinen Supermarkt hatten, die nirgendwo einkaufen konnten, er hat dafür gesorgt, dass die Menschen, die ihm treu waren, geschützt und versorgt wurden. Und das sind die Verheißungen, die in der Schrift auch uns gelten. Wir haben, und ich habe ein paar Zitate jetzt aus dem Neuen Testament und aus der Schrift zusammengesucht, aus dem Alten Testament, die zeigen, dass die Wiederkunft Christi ein verlässliches Ereignis ist. Warum? Jesus hat gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist ein ganz klares Versprechen. Er hat gesagt, ich komme wieder. Und wenn er etwas verspricht, dann hält das auch. Woher wissen wir das? In der Schrift steht, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Christus ist der Herr. Christus ist Gott. Er sagt selber, dein Wort ist die Wahrheit und das sagt er in seinem Wort. Ich komme wieder. Und er sagt, wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Keiner war in der Lage, ihn irgendeiner Lüge oder einer Sünde zu überführen. Er sagt, das, was ich sage, ist die Wahrheit, das ist verlässlich. Und keiner war in der Lage, ihn irgendwo was in die Schuhe zu schieben, weil es nichts gab. Und hier wird gesagt, Gott kann nicht lügen. Wenn Jesus Christus Gott ist, dann ist es vertrauenswürdig. Alles, was er vorhergesagt hat, seit 2500 Jahren, seit dem Standbild von Nebukadnezar, hat sich buchstäblich erfüllt. Die letzten Ereignisse werden sich exakt so erfüllen. Und sie sollten uns keine Angst machen, sondern uns Zuversicht geben, der Herr kommt bald. Und das ist das Versprechen, was er uns gibt. In den letzten beiden Versen der Offenbarung, das ist der vorletzte Vers,
da sagt Jesus, ja, ich komme bald, ich werde es tun. Und die schönste Verheißung vielleicht, auf die wir warten und auf die wir hoffen, das ist die letzte Folie, steht in Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 bis 5. Das ist die Aussicht, dass Gott alles neu macht, dass diese Erde, die von Menschen zerstört wird, was auch in Offenbarung 11 schon beschrieben wird, dass diese Erde von den Menschen zerstört wird, wird neu gemacht werden. Und er sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das Beste kommt zum Schluss. Das Beste ist, wir müssen nicht auf die Wiederkunft Jesu Christi warten, um ein Leben mit Jesus zu führen und das in Augenschein zu nehmen. Jesus bietet heute an, dass wir ihn als Freund annehmen, dass wir seine Gnade, seinen Opfertod für uns annehmen. Das ist die gute Nachricht bei all dem, dass er uns verspricht, dass er bei uns ist, in Matthäus 28, jeden Tag bis zum Letzten, bis an das Ende der Welt. Welche Zuversicht, welche Hoffnung hätten wir, wenn es diese Zusagen nicht gäbe? Es wäre hoffnungslos, wenn die Machthaber einfach nur das durchziehen könnten, was sie wollten. Aber Jesus sagt, ich setze die Könige ein, ich beende den Zeitlauf, ich beschütze mein Volk, ich unterstütze die, die treu zu mir stehen. Und das sind die Verheißungen, die wir haben. Und ich würde jeden von euch wünschen, macht eure Entscheidung mit Jesus fest. Wir wissen nicht mehr, wie lange die Zeit noch läuft. Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Es kann jeden Tag Unglücke passieren. Wir sehen das in der Ukraine. Es ist Zeit, eine Entscheidung für Christus zu treffen. Und dazu möchte ich jeden ermutigen. Und danke euch, dass ihr so rege den Ausführungen gelauscht habt und wünsche euch persönlich Gottes Segen. Amen.